Pode ser, Jair. Eu vou virar aqui um bom para a causa, tá em nome do três. Das Gewicht der Hand wird auf 135 Kilogramm, 30 Kilogramm. Für den ersten Versuch von Klaus Hofhömer, SK Vös. In Vorbereitung Andreas Reister, Kopf. Ebenfalls mit seinem ersten Versuch. In Vorbereitung Josef Janisch, Kais Baron. Es folgt Josef Janisch, Kais Baron, ebenfalls mit seinem ersten. Es folgt Klaus. Andreas Reister mit seinem zweiten Versuch bei 140 Kilogramm. Hey, ja, komm,
Josef Janisch, KSV Rom, auf 142 in Vorbereitung, Hofweber. Thomas Buchenberger Luchen mit seinem zweiten Versuch. Esteva. Es folgt Josef Janisch, KSV Rom, mit seinem dritten Versuch auf 145. Sollte Janisch 145 Kilogramm schaffen, würde er die Führung im beidarmigen Reißen übernehmen. Zwischen dem Reißen und Stoßen ist eine Pause von ca. 5 bis 10 Minuten, um den Athleten genügend Zeit für die Vorbereitung zum beidarmigen Stoßen einzuräumen. Das Gewicht wird auf 147 Franken erhöht. Für den dritten Versuch von Thomas Buchenberger Luchen. Ich bitte um besondere Aufmerksamkeit für den alles entscheidenden Versuch und den österreichischen Meister im Reißen.
deutlich, das Gewicht hat wird auf 152,5 Kilo erhöht. Für den ersten Versuch von Klaus Hochheimer ist kaputt. Mit seinem ersten Versuch auf 152,5 Kilogramm. In Vorbereitung auf 155 Johannes Hallmann. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Das Gewicht hat wird auf 155 Kilogramm erhöht. Für den zweiten Versuch von Thomas Almeyer Träger. Das Gewicht der Hantel wird auf 160 Kilogramm erhöht. Ich bitte um Aufmerksamkeit und Ruhe in der Presse des Athleten. Bitte um Ruhe. Das Gewicht der Hand wird auf einen. Bitte um Aufmerksamkeit für den zweiten Versuch von Klaus Hochheimer. Fürst. Da müsst ihr aufpassen, oder wo werde ich jetzt so machen? Josef Janisch.
Kreis Warum mit seinem zweiten Versuch auf 165 Kilogramm. Klaus Hofheimer trifft mit seinem dritten Versuch. Seht, wo ich mit Nase von wegkomme und geht schon. Kilogramm für den ersten Versuch von Thomas Bogenberger Luke. Oh.
Sun. Ja. Mit seinem zweiten Versuch auf 185 Kilogramm. Siegerehrung in der Kategorie bis 99 Kilogramm. Die Siegerehrung wird vorgenommen vom Präsidenten des österreichischen Gewichtheberverbandes, Herrn Karl Barth. Erster und österreichischer Meister bei der Armee Reißen mit 147,5 Kilogramm wurde Thomas Vogelberg der Union Lochen. Zweiter, mit einer Leistung von 145 Kilogramm, wurde Josef Janisch, KSV Rom. Und dritter, mit einer Leistung von 142,5 Kilogramm, wurde Klaus Hofheimer, SK Pöst. Österreichischer Meister im beidarmigen Stoßen. Mit einer Leistung von 185 Kilogramm wurde Andreas Leister, Post SV Wien. Zweiter, mit einer Leistung von 175 Kilogramm wurde Thomas Vogelberger Lochen. Dritter, mit einer Leistung von 167,5 Kilogramm, wurde Josef Janisch, KSV Rom. Österreichischer Meister in der Kategorie bis 99 Kilogramm im Zweikampf wurde Andreas Leister, Post SV Wien. Mit einer Leistung von 325 Kilogramm. Zweiter, mit einer Leistung von 322,5 Kilogramm, wurde Thomas Vogelberger Lochen. Und dritter, mit einer Leistung von 312,5 Kilogramm, wurde Josef Janisch, KSV Rom. Der Sieger, Andreas Leister, erhält den Ehrenpreis
gestiftet vom Bürgermeister Josef Felbermeier aus Buchkirchen. Hallo. Vizestaatsmeister Thomas Fockenberger erhält den Ehrenpreis, gestiftet von Landeshauptmann Stellvertreter Dr. Karl Gröner. Und der drittplatzierte Josef Janisch erhält den Ehrenpreis, gestiftet von Landtagsabgeordneten Magister Günther Steinkellner. Andreas Weißdorf, das Gas, gestiftet von der Firma Max mit der Gravur, bereits erhalten. Danke. Zwischen dieser Konferenz und der nächsten Konferenz ist eine Pause bis ca. 11.15 Uhr oder 11.20 Uhr. Die Ablage ist erst um 11 Uhr.